So, das normale Leben hat wieder angefangen. Es gab ja 2 Jahre keine Konzerte in Maastricht. Und jetzt ist alles wieder wie vorher. Die André Rieu-Konzerte auf dem Friedhof. Heute findet eins statt. Ich musste in Maastricht was erledigen und will Ihnen natürlich auch mal zeigen, wie es denn hier aussieht. Hier laufen die Leute. Es sind viele, viele ältere Leute. Das André Rieu-Publikum ist ja älter. Hier seht ihr, das ist das, wo ich ja auch schon öfter darüber erzählt habe. Also hier gibt es dann ein 3-Gänge André Rieu-Menü für 49 Euro. Fängt dann um 6:30 an und endet dann gegen 8:30. Kriegt man also hier ein 3-Gänge-Menü. Und das ist direkt am Platz. Das heißt, gehen Sie ruhig vorbei. Ja, ja. Viele Deutsche übrigens. Man sieht dann zwar nichts, weil hier ist die Bühne, aber man hört alles sehr gut. Und hier auch, das ist hier auch, also hier werden gerade, wie Sie sehen können, Stühle und Tische und sonst was. Also hier werden die normalen Terrassenstühle werden wegtransportiert. Und jetzt gibt es dann hier für die Zuschauer diese Kunststoffstühle, weil all diese Restaurants hier am Friedhof, die haben alle gemeinsam hier dieses Menü. Also sie bieten alle ein Menü an und kann man hier essen. Es wird jetzt alles vorbereitet, es ist nachmittags, also ist pünktlich gleich alles fertig. Und dann kann man zwar das Konzert nicht sehen, Sie sehen es alles zu, aber hier sind die großen Bildschirme. Und auf diese Bildschirme sieht man dann das Konzert und man hört natürlich alles live. Also ich habe hier schon viele Konzerte von André Rieu erlebt. Und hier, wo jetzt die Leute laufen, da wird dann nachher getanzt. Also das ist richtig, richtig schön. Leider kann ich das nicht zeigen, auch nicht aufnehmen, denn das würde YouTube nicht erlauben. André Rieu hat die Rechte und das würde dann sofort runtergenommen. Also ihr wisst, das geht dann nicht. Hier seht ihr diese, hier seht ihr, könnt ihr ein bisschen durchgucken, ne, durch diese Gitter. Hier ist die Bühne. Bisschen könnt ihr vielleicht schauen, könnt ihr vielleicht sehen. Wird noch alles Mögliche noch aufgebaut. Das ist der Friedhof, der Platz. Hier sind die ganzen Stühle voll ohne Ende. Ja, er ist nach wie vor der Maastrichter, der bekannteste Maastrichter. Ich glaube, das muss man wirklich so sagen. Und nach wie vor hat er viele, viele Zuschauer. Ich finde es bemerkenswert, wie er doch wirklich klein angefangen hat mit den kleinen Heringebiete-Konzerte nach dem Karneval und zu einem Weltmusiker gewachsen ist. Also das ist schon sehr, 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 sehr bemerkenswert. Und mit seiner Musik natürlich weltweit Millionen Menschen erfreut. Das muss auch wirklich mal gelobt werden. Es ist einfach ein toller Mensch, der so etwas schafft. Ein toller Musiker auch.